Kreisen. Guck, jetzt ist er kaputt. Ein Kreis ist es wieder, aber dank dem Geschrei habe ich was Feines zu machen heute. Ja, Leute, was machen wir? Wir machen eine Frühstückspfanne mit Ei, Bacon, Baked Beans. Ja, und die Übersicht ist total einfach. Das Essen habe ich schon mal gemacht. Das war das letzte Mal so lecker, dass ich einfach dazu genötigt worden bin, das heute wieder zu machen. Und da habe ich gesagt, mache ich aber ein Video dazu. Okay, schauen wir uns die Zutaten an und dann gehen wir an die Grillschuhweberkugel. Ja, mit dem Kreuz. Wie gesagt, absolut überschaubar. Wir brauchen bloß eine FP35. Etwas größer wäre auch nicht schlecht. Salz, Pfeffer, Paprika. Ja, haben wir hier Pfeffermischung. An geräucherten Paprika. Dann haben wir ein paar Zwiebeln, ein paar Frühlingszwiebeln. Dann haben wir so einen Bauchspeckstreifen, klein geschnitten. Dann haben wir 10 Eier, da werde ich gleich irgendjemanden versklaven, der mir gleich die Eier hier reinkloppt. Das macht es für mich wesentlich einfacher. Am Butterschmalz, ganz klar. Und ja, dieses Mal eine XXL-Packung Baked Beans. Das letzte Mal habe ich bloß eine kleine Dose gehabt, da haben sie gejammert, das ist zu wenig. Gut, dann lassen wir noch die Kohlen fertig anglühen und dann können wir loslegen. Tja, Leute, und wen es interessiert, warum ich heute ausschaue wie ein ausgespuckter Turnschuh, das liegt daran, dass ich gestern Nacht noch hier, Patricia, ihr Auto, den Kotvögel lackiert habe. Aber das ist eine Geschichte, die könnt ihr auf dem Streetfighter-Kanal anschauen. Tja, und auch hier ist mein Riesenmalheur passiert. Naja, okay, jetzt gehen wir vor, die Kohlen sind durch, los geht's. Na gut, es ist das Mittagsgebimmel um 12 Uhr. Er ist halt ein verspätetes Frühstück. Ein Brunch. Ein Brunch? Das ist ja noch besser, Patricia. Ja, ein Brunch. So. Erstmal die Pfanne drauf. Ordentlich, einen ordentlichen Schlag Butterschmalz rein. Dann können wir auch relativ zeitnah gleich unseren Bacon mit reinpfeffern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns heute diese Pfanne zu klein ist. Oh Mann. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als für die Baked Beans auf die andere Pfanne auszuweichen, auf den Seitenkocher. Und dann bleibt nämlich der Bacon komplett im Ei drin. Und für die andere Pfanne hole ich noch einen anderen Bacon. So, schön angeschmuggelt tun wir ja, jetzt den Großteil der Zwiebeln hier rein. Und ein paar Zwiebeln brauchen wir noch für die andere Pfanne drüben. Da brodelt auch schon der Speck munter vor sich hin. Oder der Bacon. Und was mich hierbei, wenn ich jetzt auf den Grill arbeite, sehr traurig macht. Leute, ich hätte die Woche, das Wochenende einen anderen Gasgrill bekommen sollen. Aber nein, es hat dann doch nicht geklappt. Naja, hat mich sehr, sehr traurig gemacht, aber kann man jetzt auch nicht ändern. Ja, dann können wir hier dann unsere Baked Beans schon reindonnern. Ja, und dann lassen wir die einfach mal noch ein bisschen vor sich hin brodeln. Und kümmern uns dann wieder um die Pfanne mit den Eiern. Beziehungsweise die Pfanne, wo die Eier rein sollen. Ja,
Und jetzt hauen wir die Frühlingszwiebeln mit rein. Können wir gleich mal ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika mit reindonnern. Daran denken, dass der Bacon ja auch schon gesalzen ist. Man kann ja alles noch mit auf den Tisch stellen. Ist ja gar kein Problem. Da kommt auch überhaupt noch was raus hier. So, dann verteilen wir das Ganze nochmal schön in der Pfanne. Dann schütten wir einfach unser Ei hier drüber. Und ich für meinen Teil lasse jetzt immer ganz gerne erst das Eiweiß ein bisschen stocken, bevor ich das Eigelb unterrühre. Warum? Ja, ganz einfach. Dann haben wir mehr richtig schöne gelbe Stellen. Und ich finde das optisch ansprechender und geschmacklich. Weiß ich nicht unbedingt, ob das was bringt. Ich bild's mal ein. Schön, dass du Hunger hast, Patricia. Ich auch. Ja, gut, so, hier raucht's raus. Mir tränen die Augen. Die sehen jetzt so aus. Den Brenner habe ich schon ausgedreht. Aber jetzt ganz schnell die Eier runternehmen. So, die Eier habe ich schon in Sicherheit gebracht. Das Kreuz runter, dann machen wir den Grill hier zu, tun Deckel drauf und lassen ausgehen. Und danach wuchte ich meine Kohlen, wenn sie alle kalt sind, in meinen anderen Grill drüber. In meinen Grill. So, Freunde, so sieht es jetzt auf dem Teller aus. Und dazu natürlich noch ein schönes gebuttertes Toastbrot. Und jetzt heißt es erst einmal ab in den Hals. Einfach nur lecker. Hm? Salz, Pfeffer, Paprika Mischung passt. Und die Baked Beans. Wie gesagt, da ein bisschen Bacon und Zwiebeln noch mit hinzu. Und die Dinger werden so unglaublich genial. Hm. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Mein Brot. Leute, ich glaube, dann ist auch schon alles gesagt bei dem Video. Und wir beenden es für heute. Ja, und dann gucken wir mal, was wir demnächst machen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ciao, Ikowski.